Hallo, hallo zu einem neuen Indie-Horror-Game. Also das Spiel ist mal wieder nicht neu, aber mein Let's Play ist neu. Und zwar spielen wir heute Home from Work. Und wir legen gleich los. Okay, was ist? Kann ich die jetzt auch anmachen? Ah ja. Gut. Hallo, Frau. Ich bin zu Hause. Steht das Essen schon auf dem Tisch? Wow, so ein riesen Ding von Fernseher. Den hätte ich auch gern. Ich muss ganz kurz den Ton ein bisschen lauter machen. Entschuldigung. So. So. Ja, jetzt höre ich doch schon mehr. Was müssen wir eigentlich genau tun? Weiß jemand? Quietscht ein bisschen die Tür. Ja, so groß ist etwa mein Fernseher. Der hängt an der Wand. Also bei mir zu Hause, nicht da, wo ich unter der Woche wohne. Da habe ich keinen Fernseher außer den im Wohnzimmer, wo ich aber eigentlich nie bin. Ich bin so eher im Zimmer und gucke dann mit dem Laptop. Bett ist irgendwie gemütlicher als ein Sofa. Ist das ein Bild? Wenn ja, was soll das für ein Bild sein? Warum passiert was mit dem Spiegel? Da passiert doch irgendwas nicht. Nee, hier passiert eigentlich noch gar nichts. Sind wir im Keller, dass die Dinger hier stehen? Okay. Ich geh mal rauf. Das Grün gefällt mir. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Küche? Schöne Küche. Hier irgendwas tun? Nein, ich denke nicht. Ich habe übrigens eine Verletzung an der Hand. Einen ziemlich tiefen Schnitt, zwar ziemlich klein, aber das tut so sau weh. Und ich habe das an der linken Hand.
seit gestern und nehme aber natürlich für euch auf. Und ja, das habe ich gesagt, weil ich ein bisschen Mitleid will. Ich finde, das hat Mitleid verdient. Weil mir jeder Tastendruck ganz dolle weh tut. Der hat auch wieder so einen riesen Fernseher. Guck mal das Verhältnis an. Ja. Da steht was. Genau. Das hatte ich auch so gelöst. Mit dem Fragezeichen dahinter. Okay, ich höre jemand. Licht an. Was war das? Und von wo kam das? Jetzt, wie viel Kohle haben die Leute denn? Ein Wunder, dass sie im Bad keinen Fernseher haben. Schnell duschen. Oh, ich liebe solche Duschen. So ebenerdige, die aber so um die Wand rumgehen. Da ist irgendwas schief. Warum habe ich denn jetzt Sanity verloren? Ja, der geht ja, ne? Waren wir meines Wissens in jedem Raum? Ah, habe ich nicht irgendwas gelesen von, dass wir ganz schön müde sind und schlafen gehen wollen? Dann müsste es ja das sein, oder? Oder war ich jetzt schon schlafen? Wohl doch nicht. Hab ich das falsch gelesen, oder? Kommt man da rauf? Ja, aber es bringt nicht so viel. Schönes Aquarell. Hier konnte ich ja nichts suchen. Nee. Ich warte eigentlich auf was echt Fieses, muss ich sagen. Kann ich hier Ping-Pong spielen? Sagt man das in Deutschland auch Ping-Pong? Oder nur Tischtennis? Gute Frage. Nächste Frage. Eine Tür gehört. Ich habe eine Tür gehört. Ich wiederhole mich jetzt so lange, bis was passiert. Ich habe eine Tür gehört.
Ich wiederhole mich jetzt so lange, bis was passiert. Ich habe eine Tür gehört. Ich wiederhole mich jetzt so lange, bis was passiert. Ich habe. Nein, Scherz. Hä? Hallo? Ist hier irgendjemand? Passiert hier irgendwie irgendwann mal was? Mache ich überall immer noch das Licht an? Bisschen Strom verbrauchen? So. Ja? Oh ne. Vielleicht muss ich auch einfach die Tür zumachen. Ah. Scheißhand, echt. Hä? Jetzt stand doch aber vorhin dran, dass man die zumachen kann. So. Ja, aber wie soll ich das jetzt finden? Ja, bis jetzt bin ich auf der richtigen Spur. Das kann man ja jetzt nicht mehr anmachen, ne? Nein. Ich laufe runter. Dann hast du irgendwo hin. Ja. Nein. Doch. Cool. Dass das dann wieder so schnell geht, aber sonst irre ich jetzt wieder 12 Minuten hier rum. Okay. Irgendwas wurde bewegt. Stehen die Stühle auf dem Tisch. Okay. Okay. Wer bist du? Was machst du hier? Soll ich doch langsam ein bisschen Schiss? Ich mag dieses paranormale Zeug nicht so. Also ich habe auch Todesangst vor den Paranormal Activity Filmen. Die finde ich ganz, ganz schlimm. Und jetzt sagen wieder alle, oh, das ist doch gar nicht schlimm, da passiert doch gar nichts. Ich finde die übelst schlimm. Was ich mir da manchmal vorstelle, das ist der absolute Wahnsinn. Ich habe einfach viel zu viel Fantasie für sowas. Oh. Oh Gott. Geht's noch? Stühle auf mich zu werfen? Komm her, du Ding. Wo bist du? Wo kommt dieses Pfeifen jetzt her?
Jetzt ist sie wieder da. Oh. Wo läuft doch Wasser? Ah. Was denn? Ah, ich muss weg von dem Gepfeif. Wird schlimmer. Ach, die Feuermelder ist angegangen. Wie geht der wieder aus? Okay, das sind wahrscheinlich die zwei Tanks hier unten. Wo waren die? Ah, hier. Oh, besser. Hat der Alte geraucht da drin? Ich habe nur noch 43%. Langsam laufe ich auch gar nicht mehr so gern hier rum. Aber wir jagen ihn jetzt. Wir drehen den Spieß um. Du wirst gejagt. Warum ist es jetzt auf 32 gesunken? Da Schwede. Das Ding rennt hier rum. Mann. Boah, jetzt habe ich Gänsehaut, ey. Alter. Ich brauche echt langsam eine Facecam, ey. Ist schrecklich. Wie ich aussehe gerade. Weiß nicht, ob es ein Ziel gibt oder ob es dann einfach fertig ist, wenn die Anzeige auf Null ist. Sogar die Couch hat er verschoben. Dieses kleine schwarze Männchen hat eine Couch verschoben. Was kommt als nächstes? Jetzt bin ich doch sehr gespannt, was hier noch kommt. Was? Nö. Aber das nervt mich hier. Ich will dich gerade machen. Mist.
Okay. Verstehe es auch schon. So. Was passiert hier? Ich habe wieder Prozente verloren oben. Die Frage ist, warte ich jetzt hier oder gehe ich jetzt trotzdem raus? Gehe jetzt mal raus. Ich habe eine Tür gehört. Was ist das? Bringe die Tür nicht mehr auf. Es geht auch noch das Licht aus. Ich will doch wieder in mein Bad. So, stehe ich wieder in der Dusche. Habe nur noch 8%. Was ist denn das für Sorry, dass ich gerade zu wenig sage. Ich versuche ja gerade irgendeinen Weg zu finden. Vielleicht muss ich es ja da wieder anmachen, wo ich es auch letztes Mal angemacht habe. Komme hier nicht runter. Scheiße. Wo komme ich da jetzt nicht runter?
Komm. Ah, jetzt. Ah, nein, geh weg, geh weg, geh weg. Okay. Habe ich es jetzt geschafft? Oder bin ich gestorben? Ja, ich würde mal sagen, wir haben es geschafft. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht und so gegen Schluss kamen echt dann die Schreckmomente. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr wollt, könnt ihr es selber spielen. Es ist für lau. Ja. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.